Servus, wir sind's. Ja, der Schorschl und ich, wir bei uns häckselt es heute ein bisschen. Mal schauen, wie ihr heute drauf seid. Wir brauchen halt ganz viel eure Hilfe, weil wir müssen ja eine neue Kreation entwerfen. Und wir haben schon ganz schön viele. Und da müsst ihr jetzt dann einmal schauen. Ich weiß nicht, wer rutscht denn so alles ein. Ja, die Monika Meier sitzt schon da. Hi Moni, servus. Der Schorsch, der freut sich immer. Und er hat seinen Hexenhund nicht gefunden auf die Schnelle heute. Wahrscheinlich ist er noch bei der Oma drüben. Sonst hätte der Schorsch halt den Hexenhund ausgezogen. Aber es kommt ja wieder. So, die Jeanette, die Ingrid. Servus. Noch eine Ingrid sind da. Na, hallo. Wunderbar. Dann kann die Tina euch mal zeigen, um was es euch heute geht. Also, Katrin, hallo. Unsere Winnie. Die Annat. So, unsere Winnie, unsere neue Hexe, die haben wir in zwei verschiedenen Varianten. Einmal hat sie einen Besen und die Buckelkatze und einmal hat sie einen Zauberstab und eine Flasche, Giftflasche, Zaubertrankflasche. So schaut sie dann aus. Die große gibt's mit Löcher und hat dann auch ein paar 3D-Teile dabei. Und die kleinere haben keine 3D-Teile, aber das Zubehör ist immer dabei und ein Ständer. So. Also dann kann man sie entweder hinstellen oder auch aufkleben. Es ist beides möglich. Ich habe jetzt das Gesicht in Hautfarbe mal grundiert, vorgrundiert. Und dann machen wir ihr jetzt einfach mal ein bisschen am Dreckchen. Weil so eine Hexe ist ja nicht gar so sauber. Machen wir ein bisschen. So. Leichte Schattierung. Hallo Heidi, hallo Conny, hallo Michelle. Servus. Die Anne ist auch da, hallo. Ja, die Hot Valley ist angekommen. Ja. Ja, ich mache da immer mit dem Braunen ein bisschen Hautfarbe erst einmal so ein bisschen dunkle Stellen und dann verblende ich das Ganze nochmal, dass das ein bisschen so verwischelt ist, dass das nicht ganz so akkurat ausschaut. Damit die Hexe da ein bisschen einen dreckigen Hals hat, weil die kann ja nicht gar so sauber sein, das geht ja gar nicht. So, ihr könnt gleich mal anfangen zum Überlegen. Also wir haben jetzt überlegt, entweder machen wir rothaarige oder wir machen so eine mit blau-schwarze Haare. Was meint ihr? Also wir haben ja schon rothaarige, wir könnten ein bisschen, so wie die machen zum Beispiel, die finde ich jetzt total süß. Dabei auch noch einen Glitzer kriegt, weil das ist nicht mehr die Liebe. So, jetzt gehe ich nochmal zu dir und jetzt muss ich nochmal kurz zurückschauen, was da alles geschrieben worden ist. Okay, die Jeanette sagt, Petra heute Vollgas machen, um 7:30 kommt zu ihr noch ein Förster. Alles klar. Gib mir die größte Mühe. Hallo Carla, also die Carla bedankt sich für einen Extra-Igel. Naja, kein gern geschehen. Immerhin bist du ja eine der Taufpaten gewesen. Ja, und die kriegen immer Überraschungen. So, die Iris ist auch da. Die Ingrid meint blau-schwarz für die Hexe. Die Anne meint auch dunkel. Die Heidi ist für rot. Hi Simone. Die Jeanette ist auch für rot. So, die Michelle tanzt aus der Reihe und sagt blonde Hexe. Ach nein, sie hat nur die blonde Hexe toll gefunden in lila. Also, das habe ich schon gedacht. Habe ich extra für dich gemacht. Eine blaue habe ich für die Simone auch gemacht. Die steht ganz hinten im Eck, die kleine Vorzige. Die habe ich extra für die Simone gemacht. So, wenn die Simone ist jetzt da, dann. Die macht nämlich immer lieber blau. So, da ist die. Also, wir müssen keine blaue und keine lila nicht machen. Mädels, heute haben wir mal richtig Spaß hier. So, oder sind wir also wieder da? Jetzt wissen wir noch nicht, welche Farbe ich habe. Dann klebe ich erst einmal meine Schuhe auf, weil die habe ich schon mal vorbereitet, die werden jetzt einmal schwarz. Ich muss mir ja schicken, hat es geheißen, darum muss ich Gas geben. Also ich habe auf jeden Fall jetzt dreimal die, wo schwarz bzw. dunkel meinen und zweimal rot. Aber warte mal, die Carla meint auch rot, habe ich dreimal rot. Hallo Conny, jetzt muss ich mal kurz gucken. Sagt mir noch schnell eine Haarfarbe.
Ah, die Jeanette, die haben einen Dachs. Der muss gefangen werden. Ein Dachs? Na, super. Was du alles hast. Irgendwie passt der Schuhe jetzt da nicht. Kaum kommt wieder jemand mit Dunkel, kommt der andere mit Rot. Also. Es wird schwierig. Es wird schwierig, ja. Irgendwie passt der Schuhe jetzt nicht. Ein Glied oder was? So. Hey, ihr sagt doch alles doppelt, Simone. Habt ihr nicht schon gewählt? Also jetzt kommt. Also jetzt ist tatsächlich, glaube ich, die Mehrheit für Rot. Es gab auch eine einzelne Grün. Durcheinander bitte, ja? Ja. So, die Anne meint jetzt wieder, die Schuhe sind schwarz, also auch das Haar. Also. Die Haare auch. Also, du musst entscheiden, Tina. Also, tatsächlich glaube ich, dass einmal mehr rot ist. Allerdings hast du auch schon eine große Hexe mit roten Haaren. Aber wenn wir nach der Mehrheit gehen, dann so, jetzt kommt die Carla und sagt, ach, dann mach doch gemischt, rot und schwarz. Rot und schwarz ist ja schwierig. Hallo Trude. Oder du magst schwarze Haare und magst so rote Spitzen oder sowas. Irgendwie passt mir Schuhe nicht. Ja, es gibt aber nur die zwei Varianten. Gib mir mal einfach deine her. Den da? Und mit dem verkehrten. Ja, schau. Ey! Das ist ganz klein bisschen anders. Siehst du das? Ja. Schau mal. Den brauche ich nicht. Das ist der falsche. Den brauche ich. Also gut zu wissen, dass die Schuhe, dass wir bei den Schuhe etwas aufpassen müssen. Ja, hi Mandy. Hast noch nicht recht viel verpasst. Wir sind jetzt noch am Überlegen, welche Haarfarbe die Hexe bekommt, rot oder schwarz. Also. Außerdem muss ich jetzt meine schwarzen Schuhe nochmal machen. Ja, das wäre so dieser schwarze Look, so schwarz mit so einem Metallic-Schimmer, bisschen blau. Blond, orange, rot, orange. So, und so wäre es dann, wenn wir es auf rot machen würden. Also auch Trude, wenn du dich noch mit beteiligen möchtest. Also wir sind jetzt am Überlegen, rote Haare oder schwarze Haare. Ich gebe mir die noch mit die Schuhe. Die Petra ist noch beim schwarzen Schuh. Also jetzt kommt die Monika und sagt schwarz. Also. Jetzt haben wir noch 10. Das ist, du musst komplett zurückgehen zum Nachzählen. Können wir einer von euch nachzählen, der das ein bisschen größer sieht? Sag mal, Ding, jetzt ist die Nicole wieder nicht dabei. Normal müssen wir ja rothaarig machen. Aber jetzt muss dann das Finale kommen bei euch. Den brauche ich nicht mehr. Ich muss nochmal eine machen. So, Rille, wo ist mein Krabbel? Tja, dann war ich halt dabei. Also ich habe jetzt auf jeden Fall 7-mal schwarz, glaube ich, aber da sind auch Doppelte dabei, habe ich gesehen. Rot-Orange ist doch schon da, sagt die Ingrid. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Also eine große mit schwarzen Haaren hätte man noch nicht. Also, ich mache jetzt halt so, die nächste Farbe, die geschrieben wird, so wird's. Genau, so machen wir's. Vermute mal ganz schlecht für mich schwarz. Sie bleibt kahlköpfig, schreibt keiner. Oh, schwarz, die Mandy war die erste. Ja, und die Ingrid gleich hinterher. Aber die kriegt bei blau-schwarz. Und die Conny, also okay. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, so zu wählen. Also. Also jetzt greifen wir meine Uhr. Dann kriegt sie jetzt schwarze Haare. Also für alle. Und dann so Metallic mit Nei, dann kriegt ihr nämlich so einen blau-schwarzen Schimmer.
Ja, Katrin, das haben wir vorhin schon gemeint, schwarz mit rote Strähnen oder so, aber die Petra hat gesagt, das ist ein bisschen schwierig, außerdem möchte das Blau Metallic mit reinbringen, habe ich so im. Wenn, dann wäre sie so blau, also blau-schwarze Haare. So, ihr könnt es aber gleich weiterschreiben, gell, weil wir als nächstes brauchen einen Hut, jetzt muss es zackig vorankommen, wir müssen fertig werden. Halbe müssen wir durch sein, hat es geheißen. Also jetzt gibt es mehr Gasmittel. Ich befürchte, dass die schon nicht das Ende dann auf YouTube oder so schauen muss. Du musst halt schneller schreiben jetzt. Okay, grün ist die erste Wahl gewesen. Der Hut. Ja, wir haben ja, du hast ja, nach dem Hut gefragt. Aber genau. Gleichzeitig nur überlegen, was das Kleidel dann wird. Wenn der Hut genau grün wird, dann muss das Kleidel fast rot werden. Weinrot oder so. Oder? Ja, die Mandy meint ja rot-grün. Dunkelgrün, sagt die Simone. Mandy sagt auch rot, das Kleid. Die Carla würde beides grün machen. Aber ich glaube, mit Hut grün sind wir schon ganz gut dabei. Ja? Die Jeanette sagt, mach Gas doch geben, Bibi Blocksberg-Stil. Ja, die hätte aber eigentlich blonde Haare, die Bibi Blocksberg. Die haben jetzt schon verpasst, die Bibi Blocksberg. Die also geht die leider Bibi nicht mehr. Die Winnie. Nächste Woche gehen wir ins Maisfeld mittels. So außerdem glaube ich, dass die noch viel zu ist zu ja, die Bibi Blocksberg passt, glaube ich, nicht. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher diese Tante Mania. So stelle ich mir. Ja, so können die ausschauen. Wie sind die Tante? Das ist die von der Bibi Blocksberg. Was ist die Tante von der Bibi Blocksberg? Ja, das ist Mania und die ist so eine Kuddelhexe irgendwie. Weil wie die Christine und Bibi Blocksberg, da hat es das nur auf Kassette gegeben, genau. Weil das nicht anschauen. Nein, das war auch auf Kassette, also wie ich noch Kind war, sie ist nicht in vielen Folgen dabei, aber ein, zwei Kassetten hat man, da gab es die, glaube ich. Ja, aber was gut, wie die ausgeschaut hat. Hallo die Pam. Die auf der Kassette abgebildet, echt? Nee, aber so wie sie es erklärt haben, war das mehr so ein, ja, also nicht so eine Zauberhexe wie die Bibi Blocksberg und ihre Mama, sondern mehr so, ja. So, also jetzt. Auch mit viele Katzen. Mit Katzen, glaube ich, hatte die auch viele. Ja, hi Pam. Also wir malen heute die Hexe. Die Mehrheit hat sich jetzt für schwarze Haare entschieden. Jetzt und grüner Hut. Und grüner Hut. Jetzt sind wir noch auf der Suche nach einer Farbe fürs Kleid. Genau, und den genau. Um die Krempe zum Hut natürlich dann noch. Passend, ja. Nicht, dass das kitschig wird, weil jetzt kriegt nämlich die Barbara, die wollte mich unbedingt eine Hexe haben. Und dann, wenn die so hässlich ist, dann kann ich die nicht hergeben. Sonst sagt die, was hast denn du jetzt gemacht? War jetzt damit weiß, so ganz leichte Strähnen, nein, aber. Mach natürlich jetzt halt nicht, dass ihr den Pinsel auswascht, sondern lass den Pinsel da. Also das ist dann in etwa das, was du gemeint hast, Rude, silberne Strähnchen ins Haar. Also es gibt graue Strähnchen ins Haar oder weiße. So, das Kleid, ja, ist die Mehrheit jetzt rot. Es gab jetzt zwar auch mal orange, die ist ja nicht lila. Aber ja. Leuchtend rot war jetzt auf jeden Fall auch mal erwähnt. Leuchtend rot, das Kleid. Krebsirot. Also eure Hexen werden immer alle viel zu, wie sagen wir, viel zu schön, oder? Die müssen doch ein bisschen hässlich auch sein. Das sagt die Richtige, die ganzen Hexen so gemalt hat. Ja, zuerst ja. Habe ich gerne alle so das Gesicht gemacht und dann habe ich gedacht, na, ein bisschen dreckig müssen schon aus sein. Die Großen haben dann alle nur mal nachgemalt. Ja, die haben auch besonders einen Fleck immer auf der Nase. So, jetzt wenn sie mir noch ganz kurz sagt, wie der Gürtel da oben von dem Hut wird, wenn das jetzt grün ist, weil dann kann ich das gleich mitmachen. Und wir können das Ganze gleich fixieren. Also die Hutkrempe brauchen wir noch.
Ich mache aber jetzt so, dass ich jetzt da, wenn ich jetzt das Grün mache, unten, dann mache ich da ein bisschen Schwarz oder Braun mit rein. Ich weiß nicht, was ich gerade auf meinem Tablett habe. Schau, hab ich hast beides da, genau. Dann nehme ich einfach jetzt ein bisschen von dem Mittelbraun da mit rein, dass das da unten ein bisschen andere Farbe kriegt. Weil es meistens ein bisschen dunkler ist, weil das so einen Schatten hat. Dann machen wir jetzt einfach so. So, die Hutkrempe wird jetzt halt, ja, einmal rot oder silber. Auf jeden Fall gefallen Ihnen die Hexen sehr gut. Ich finde ja total süß. Ich habe schon zu Tina gesagt, wir müssen mal eine machen auf so einen Bogen mit den Fledermäuse dazu. Mit Lichterbogen und Fledermaus. So, da kennt jemand nämlich auch die Tandemania. Warte mal. Die Jeanette. Die linke kleine Hexe sieht doch schon aus wie Tandemania. Ah, du meinst, meinst du die mit den blauen Haaren oder die mit den grauen Haaren? Fahren wir nochmal über. Eine von denen wahrscheinlich, meinst du? Also mein Favorit ist ja die mit den Sternchen und die großen eigentlich beide. Also da kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht entscheiden. Ja, weil die Schuhe der Hexe, die haben Augen. Falls es noch nicht aufgefallen ist. Hier. Ja, und hier da auch in der Flasche, hier hockt einer drin. Ja. Also ich mache jetzt die Ränder und das mache ich jetzt nicht alles, weil sonst hockt man da morgen noch da. So, jetzt müssen wir schauen, was noch alles so... Schattierung rein. Also wir haben jetzt auf jeden Fall zweimal Silber, die Krempe. Okay, die Jeanette kennt sich noch besser aus, weil die sagt, die Mania trägt blaue Kleidung scheinbar. Ah, ja. Ja, die ist nur aktueller, weil die hat Enkele jetzt. Bei uns ist das schon mal zeitlang hier, wo wir Bibi Blocksberg gehört haben. Also, das ist jetzt ein bisschen ausgewogen. Rot oder Silber, die Hutkrempe. Aber wenn man jetzt halt dieses Kleid so. Ja, also, dieses Kleid war jetzt auf jeden Fall. Rot machen. Und das Silber oder ja, so. Also, weil beim Kleid war jetzt auf jeden Fall die Mehrheit für Rot. Also, machen wir das Rot. Und wenn wir jetzt da vielleicht noch 100, ne, dass es zu bunt wird. Ja, dann machen wir halt jetzt da oben auch das so. Mhm. Und dann machen wir da die Schnalle, machen wir halt dann Silber, oder? Dann haben wir ich denke auch. So, da könnt ihr jetzt, da passe ich mir nicht so auf, weil das Silber, das deckt das schon drüber. Ob wir überhaupt das Silber da. Die Ränder müssen natürlich immer mit oben rein, weil sonst sieht man das dann, leicht das da so blöd raus. So, dann machen wir jetzt das erstmal, dann kann ich es ein bisschen trocknen. Ich habe jetzt einfach da die zwei verschiedenen Rot, also das Weinrot und das Hellrot, so ein bisschen gemischelt, weil das nicht ganz so uniformen wird. Damit wir da ein bisschen dunkler machen, dann setzen wir das ein bisschen ab. So, den Rest schmieren wir gleich rein. So, und wir brauchen noch zwei Farbflecken auch noch, gell? Und das Tuch brauchen wir auch noch, Mädels. Also, hallo, hier gibt's mehr Gas. So, wie der Tuch oben drin. Ein Tropfen Wasser mit rein, dass das besser streichen lässt. Also die Flecken brauchen wir jetzt noch, Tina. Ja. Und das Tuch. Die Mandy meint das Tuch so grün wie den Hut. Also das war jetzt bis jetzt der erste Ding dazu. Okay. Und die anderen Schlaffer, oder was? Mhm. Jeanette, du musst jetzt Gas geben, ja, sonst schaffe ich das nicht. Kommt bestimmt gleich lila. Da können Sie auch drüber malen, weil da gibt es extra das Tuch. Oh, hellgrünes Tuch, meint die Pam. Ist auch nicht schlecht. Hellgrün. Die Carla sagt auch grünes Tuch. So hellgrün fand ich jetzt auch nicht verkehrt, dass er ein bisschen absticht, oder? Mhm. So, Rilly. Ein Tropfen Wasser. Ja, also es schaut ganz gut aus, die Mehrheit
Also jeder schreibt jetzt eigentlich, glaube ich, grün. Ist dann noch. Ist nur noch die Frage, ob es jetzt hellgrün oder dunkelgrün. Genau. Kann ich mir jetzt aussuchen. Habe ich die freie Wahl? Ja, aber ich glaub, das Hellgrün würde die ganze Hexe noch mal ein bisschen heller machen, ne? Weil, ja, sonst wird es ein bisschen auch finster. Ja, weil der Hut ist schon relativ dunkel, ne? Ja, ihr wollt sehr dunkel. Ja, naja, ich auch. Ich sag nichts. Tuchgrün, Flecken braun und hellgrün, sagt die Simone. Carla sagt auch wieder Hut. Die Mandy sagt, hellgrün ist auch okay. Die Anne sagt aber dunkel. Also, streitze ich einmal richtig, bis ich soweit bin. Ja. Kasperts das mal richtig aus hier. So, du Lieb. Schau dir schon ganz gut aus. Die hat auch richtig gruselige Hände. Aber ich wollte keine gruselige Hexe. Der Udi, der hat gesagt, bis er andere Nase kriegt, die muss wohl krüppeliger sein. Und da habe ich gesagt, ich will eine, die wohl lieber ausschub. Kann es nicht leiden, wenn die Viecher nicht so lieb ausschauen. Man kann die ja trotzdem gruselig malen. So, also die Jeanette meint, hellgrün wäre auch okay. Also das ist jetzt auch wirklich so ein... Kein Streitpunkt. Nee, also wie gesagt, da... Ziemlich ausgeglichen. Also, schauen wir mal, ob wir hier grün haben. So, und jetzt hat das Kleidel, dass sie das ein bisschen absetzt, dass ich das jetzt nicht ganz so ausschmiere. Da mache ich jetzt ein bisschen grün mit in das Rot rein. So. Dann wird das nämlich dunkel, dann können wir das nämlich da absetzen. Seht ihr das? Dann machen wir da noch ein bisschen einen Schatten. Die Spitze unten am Tuch muss noch rot. Jetzt, Mandy, das Tuch, das ist ein Extrick. Das haben wir zum Aufkleben. Also falls du das meinst, Mandy, also da... Ah, ja, ich glaube, das hat sich schon erledigt. Ah, ich glaube, die Mandy hat gemeint, diese Flecken da, dass diese Spitze noch... Aber genau. Nee, da kommt ja das Ding drüber. Nee, hat sie schon. Und wie wissen wir jetzt schon, welche Flecken wir mal, welche Farbe die Flecken haben? Also es war auf jeden Fall mal vorhin mit hellbraun und hellgrün, aber wenn wir das Tuch hellgrün machen, dann fällt... Ist das nur ein bisschen abblenden da? Jetzt ist das so arg. Also was jetzt? Also wir machen das Tuch hellgrün. Und wie machen wir dann die Flecken? Über Farben einfach ins Loch. Die Knöpfe machen wir schwarz, oder? Weil dann mache ich die gleich noch schnell mit. Ja. Dann kann das noch einen Moment trocknen. Dann nehme ich jetzt einen kleinen faulen Pinsel. So, habt ihr verkackt, ich habe sie schon schwarz. Orange und gelb, sagt die Mandy. Das wäre mir jetzt auch ein bisschen so im Kopf. Aber gelb ist doch überhaupt nicht meine Farbe, bitte. So, die Jeanette meint die Flecken schwarz. Was? Also, ich mache jetzt einmal das Tuch. Genau. Bis ihr euch auskaspert habt. Also, das Tuch ist ja da als Teil zum Aufkleben auch dabei. Ich zeige euch noch mal ganz kurz unsere Hexen und gehe da noch mal an. Genau, und ziehe dann hier mal weiter, nochmals unsere Stelen. Und unsere Igel von letzter Woche sind auch in unser Herbstregal eingezogen. Sag ich was jetzt, du weißt schon gar nicht, wo die Hexen sind, du musst jetzt was aussortieren. Wir haben keinen Platz mehr, ist alles voll, gebunkert bis oben rauf. Also Carla meint auch, Orange findet sie ganz gut. Und nächste Woche kriegen wir unser Maisfeld und dann... Mach mal einen Spaziergang durchs Mais. So, die Mandy sagt, spring über deinen Schatten und mach gelb. So. Naja, es unbedingt sein muss. Muss schon laufen, gelbe Blumen einpflanzen, weil der Chef einmal gelb braucht. So, der Zauberstab ist auch schon mit angemalt. Wir haben auch schon das Gelb. Ja, deswegen kann man das Gelb nochmal aufbringen. So. Ich habe jetzt zwei noch keine Augen reingemalt, gell? Die machen dann alles zum Schlussfinale. Also jetzt erstmal nur erstmal das Hellgrün. So,
So, zack, die Flakti. Bis liegen wir in der Zeit gut? Bei der Jeanette klingelt es, glaube ich, gleich. Oh, scheiße. Naja, vielleicht ist ein bisschen später drum. So schnell geht es natürlich nicht, weil Hexe ist schon ein bisschen aufwendig, aber ich habe mir gedacht, sonst ist es ja auch blöd, wenn ich jetzt schon das halbe die Hexe fertig gemahlen habe, dann zeigt es ja auch nicht, wie es geht. So, die Lied. Ist doch ein geiles Tuch geworden, oder? Mhm. So, das lassen wir jetzt einen Moment da trocknen, dann machen wir dabei unsere Schnalle. Jetzt zieht das Zieber dran. Das kann ja was sein. Einmal Silber. Unsere Schnalle. Die Jeanette sagt, hab gerade einen Anruf bekommen, kommt etwas später, also bleibe ich noch. Ah, ich hab gewusst, Jeanette, siehst du? Und außerdem kommt jetzt schon so, daheim ist daheim. Und das ist immer saublöd, wenn ich so heimkomme und das ist schon dreiviertel aus und dann mag ich es dann auch nicht mehr ganz anschauen. Dann habe ich eh schon was gesehen, dann brauche ich es auch nicht mehr anschauen. Sonst schaue ich es spät an. So, jetzt. Gürtelschnalle. Ich glaube, da muss einmal einer rausschauen zur Gürtelschnalle. Kann man doch locker mal einen reinsetzen. Ja. Was ist denn überhaupt mit der Alex los? Die ist nicht da. Der Alex, also ist halt, so genau ihr Ding, oder? Es sei denn, ich habe sie übersehen, aber ich glaube, die Alex ist nicht da. Das geht ja mal gar nicht, gell? Und das beim Hexenzimmer. Wahrscheinlich verschlafen. So, also, Silber. Halt so rum. Ja, das passt schon ganz gut, oder? Jetzt brauchen wir nicht die Flecken. Wenn ihr das geht, das geht überhaupt nicht raus aus der Tube. Siehst du das? Schau mal, wie gut es rausgeht. Oh, einmal soll es nicht rausgehen. Und dann haben wir schon den Ärger. So, Orange. Ah, da. Also ich finde ja die Hexen trotzdem cool. Vor allem kann man die echt total gut zu so verschieden um eine Weile. Vielleicht machen wir jetzt den Mama-Geld da unten. Dann sieht man nicht so gut. Das siehst du, dass wir mal andere Farben haben, aber ich habe den Nike mit dem Handy, das deckt jetzt ganz schlecht. Nein, macht es halt ein bisschen anschauen. Muss halt den Flecken ein bisschen dreckern. So dreckert und am Schluss ist er braun. Glaubst aber nicht, dass das deckt jetzt auch noch, oder? Das sieht jetzt nicht aus, oder? Wo ich der Rot reingemalt habe. Er sieht ja mal, was eine gute Farbe ausmacht. Hä? Zack, die Flack und schon ist es oben. Machen wir Orange. So, wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Sachen für den nächsten Jahr, für den Herbst gemalt. Glaubt es nicht. Aber mir fallen immer, wenn die Jahreszeit ist, immer bessere Sachen ein. Aber deshalb dürfen wir nichts mehr machen. Wir haben unser Programm schon voll. Aber den hebe ich dir auch für nächstes Jahr. Wir brauchen ja nächstes Jahr auch wieder was. Nicht, dass du meinst, mir fällt da nichts mehr ein für nächstes Jahr. Siehst du, das Orange steckt jetzt ganz schlecht da. So, Fleck fertig. Jetzt braucht der Knopf noch schnell zwei Knoblauch. Zack, die Flack, die. Zack, und zack. So, jetzt gehen wir unser Tuch, wo wir das jetzt hier braucht, da unten rein. Glaubst du das ja nicht? Und jetzt habe ich schon einen schönen. Wollen wir rum? Schaut schon cool aus, gell? Ja. Aber ich finde jetzt da oben, da müssen jetzt mal, da muss jetzt mal eine Plotzkowski ausschauen. So. So. Welche Augenfarbe kriegt denn die Hexe? Nicht, dass ihr meint, ihr seid schon fertig heute. Geht voll gar nicht. Der Plotzkowski kriegt jetzt einmal blaue da oben. Das ist natürlich blöd, wenn es dann nur so nass ist.
Aber wir kriegen das. So, der Uni lötet mal eine Rübe. Bist du mehr Augenfarbe oder bist du noch keine? Zweimal blau, einmal grün, dreimal blau, einmal grün. Ja, okay, dann muss ich halt noch ein paar Feinheiten machen, bis ihr euch einig seid. Nochmal blau, also scheinbar ist die Mehrheit türkis. Und die Simone mit Türkis. Das war ja klar. Hellblaue Augen. So, jetzt haben wir mal die Linien ein bisschen. Ui, ich habe so gut gemeint, die hätte ich jetzt eigentlich gar nicht nachziehen lassen. Aber nochmal auf dem Foto türkis. Sieht man immer besser. Das ist jetzt nicht mehr blau. Das habe ich schon gerade mal da. So. Conny ist auch noch für grün, aber Conny, ich glaube, das langt nicht. Ich glaube, die Mehrheit ist trotzdem für blau. Okay, dann nicht. Wobei, die Beta-Hexen haben fast alle schon blau. Ich habe auch eine grüne gemalt, glaube ich. Ja, die ganz kleine da. Ja, weil du weißt, ich mag da nicht so gerne. Jetzt kriegt sie erst einmal noch ein bisschen graue Zähne, weil es ist so viel zu schön hier. Jetzt haben wir noch ein paar Flecken in die Zähne kriegen. So, bis ihr ausgekaspert habt, welche Farbe die Augen kriegen. Ja, die Anne sagt auch, es ist immer blau. Ja, gell? Aber wir können ja auch grüne Augen machen. Das ja, langsam cool. Wird auch grün mehr. Dann machen wir halt einmal grüne. Aber ich habe noch zu tun. Also ich kann, muss jetzt erstmal hier noch ein kleines Spinnennetz hin zaubern. So, Dilly. Dann rennen natürlich auch einige, wo der Uni überschaut. So, schaut da cool aus, oder? Ja. So coole Schuhe möchte ich auch mal haben. Und jetzt wissen wir, welche Farbe oder was? Es ist jetzt seitdem nichts mehr dazugekommen. Ich glaube, das müsste jetzt ziemlich die grün, jetzt grün und grün werden, oder? Blau ziemlich ausgeglichen sein, wenn ich das jetzt richtig... Okay. Müssen wir doch nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ich sehe das immer erst, wenn ich da von der Weide schaue. Irgendwie bleibt das schon wieder neu drüben. Also, jetzt grün, oder was, Tina? Das ist, glaube ich, ausgewogen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder entscheiden, sonst heißt das immer, ich entscheide. Das entscheidet sich. Kriegt jetzt einmal grüne Augen, Mensch, immer jammert. Nur keine grünen Augen. Also, die Jeanette sagt jetzt auch grün. Also, ich glaube, damit ist... So... Die Anne freut sich. Jetzt mal grüne Augen. War ja die Anne, aber durchgesetzt. Jetzt wenigstens die grünen Augen hier. Das kann ja nicht sein, oder? Die immer was anders und immer was ich will. Aber jetzt hast du deine grünen Augen. Schauen ja trotzdem auch schön aus mit grünen Augen. Aber ich finde, die braucht noch einen dunklen Schatten da ums Auge. Also jetzt kriegt sie erst mal auf den Punkt. Die Moni gesagt, Petra, meine Adresse weißt du ja. So, zack, die Platte. Aber ich glaube, da müssen wir noch, die müsste noch ein bisschen... Aber ich glaube auch, dass das Grün jetzt allgemein zu der Hexe besser passt. Mit dem Tuch und so. Ja, schaut gut aus. Hast du gut gemacht, Anni, siehst das Lob an die Anni. So, jetzt schaut sie schon gleich ganz anders, wenn sie da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie das sieht so genau. Doch, das fällt, also zumindest beim, also ich sehe es durch die Kamera, diesen Augenring oder wie man auch immer. Ja, aber das schaut gleich, da schauen die Augen anders aus, finde ich. So, und da haben wir noch einen Eigenmann, das geht auch nicht. Das geht mir auch nochmal ausbissen. So, was brauchen wir jetzt noch, Mädels? Auf der anderen Seite brauchen wir noch Augen oder was machen wir? Punkte?
auf den anderen Schuh. So, aber dass ihr nicht recht habt, jetzt mache ich da durch den blauen Auge rauf. Ich finde, am Hut könnte vielleicht noch ein bisschen, der schaut ein bisschen. Ja, der Hut schaut ein bisschen fahren. Ja, also, ja, da könntest noch ein bisschen was machen, meine ich. Wir könnten natürlich da oben jetzt entweder auch ein bisschen so Spinnennetz oder wir machen Punkte drauf. Punkte wären auch cool, ja, oder? Die Zähne, ja, die sind so bei allen Hexen. Was? Aber die Anne hat gefragt, sind die Zähne bei allen Hexen? Die sind überall, weil Hexe hat eben so schiefe Zähne. Oder Sterne, meint die Carla. Anne meint Punkte. Aber ist ja schön, dass wieder so ordentlich geschrieben wird, ne? Weil ja, eben, wir müssen ja wissen, was Sache ist, was Phase so, ist. So, die Kanne, die Conny meint natürlich ein Spinnennetz. Finde ich auch. Spinnennetz. Können wir auch mal. Jeanette, kleine Sterne. Ich bin eine Leidenschaft. Punkte oder Sterne auf den Hut. Wir werden halt übereinstimmen machen. Ach komm, das ist noch zu nass, das geht nicht. Halt Fingernägel haben wir auch noch keine. Fingernägelfarbe, schwarz oder rot? Könnt euch schnell noch entscheiden. Die Fingernägel braucht man. Also die Mehrheit ist jetzt für Sterne, aber es wurde auch also Spinnennetz in die Runde geworfen, was sehr cool wäre. So. Schwarze Fingernägel. Rote Fingernägel. Das glaubst du nicht. Schau jetzt mal. Wir machen nochmal rot. Da die Punkte rot-schwarz. Her. Ausgleich. Schwarz mehr. Ich finde, das schaut sonst so langweilig aus. Da. Nochmal schwarz. Schwarz. Ja, ich glaube, schwarze Fingernägel ist gerade der Trend. Ja, nochmal rot, aber ich glaube, es ist trotzdem noch zu wenig, Jeanette. Ich mache für die Anni noch zwei Punkte extra. So, da noch ein. Jetzt finde ich, schaut es ganz cool aus. So, also jetzt wollen wir schwarze Fingernägel. Die oder? Mehrheit ist für schwarz und die Jeanette meint oder schwarz-rot abwechselnd. Wir machen die jetzt schwarz. Schwarz-rot abwechselnd, da kommen wir überhaupt nicht mehr raus. Nur weil dein Besuch jetzt nicht kommt. Die auf einmal alle möglichen Futzi einfallen lassen. Also ihr müsst natürlich die, wenn ihr die jetzt dann so angemahlen habt, die Fingernägel, natürlich auch hergehen. Warte, wir müssen das ganz vorsichtig abmachen. Und müsst ihr da oben den Fingernagel auch umholen, weil den sieht man nämlich sonst. Ja, also nur zur Information. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Ingrid noch einen Stern auf den Hut kleben oder so, aber da haben wir jetzt heute nichts dabei. Stern gibt's jetzt, der ist ausverkauft. Warte mal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich du wolltest war. Schwarze Fingernägel malen. So, die andere Seite muss ich noch malen. Freilich, da kann man auch mal Blume drauf mal kleben auf den Hut oder was. Das ist ja. Oder Kürbis oder eine Fledermaus mit dazu oder also ja, wir eben haben ja so eine kleine Fledermaus könnte mir einmal da oben vom Hut runterhängen lassen, das war vielleicht auch gut, oder? Ja. So, also jetzt fährt man mal den, zeigt da mal fest, dass das da mal trocknen kann, sonst können wir sie nachher gar nicht aufstellen. Zack, die flackt die. So, schönes Bild aus. Das ist gut, oder? Ja. Schaut gut aus. Natürlich, da wieder so ein Futzi-Eck nicht umgehen, oder? Kannst du schon wieder? Glaubst du es nicht? Das hat man von uns aus gar nicht gesehen. Ja, so. Ja. Aber ich habe gedacht, wenn sie es hier sieht, dann hat es schlecht. So, jetzt machen wir mal unsere Dinge dann auf. Unsere Krempe sauber. Ein bisschen, entweder du musst oben noch was malen oder sie hängt ein bisschen schief. Nee, ich hab's nicht weit nach oben. Mhm.
Gut, dass du das sagst, du siehst das besser. Ja, von der Seite sehe ich. Die Seite siehst du, okay. So, jetzt machen wir noch ein paar Feinheiten, dass die Hexe auch noch schön ausschaut. Die machen wir noch ein bisschen da an die Augen was. Der braucht auch noch ein bisschen am Pfiff da oben rein. Sonst schaut er gar so langweilig. Und dann braucht man Weiß. Jetzt erst muss ich den noch schnell grün nochmal neu machen. Habe ich nicht. So, das ist schon cool, gell? Ja. Also ich mache jetzt immer da noch so ein bisschen fast eine helle Linienreihe. Zack. Ja, bei so einer Hexe kann man sich halt auch wieder komplett voll austoben. Genau, da. Voll. So, jetzt kriegt ihr eine Augenbunde. Wieder oben an. Klotzkowski. Was machen wir noch? Da mal einen noch rein. Ein paar so Strähnchen vielleicht noch. Also kommt sehr gut an die Hexe. Jetzt ist sie doch süß, oder? Mal da oben an. So, jetzt hat er voll pfiffig. Voll pfiffig. Da noch einen und da noch einen. Ich glaube, das reicht so. So, dann stellen wir mal die erst auf. Ihr könnt natürlich die Flasche, die könnte man jetzt noch ein bisschen gruseliger machen, aber die hat ja jetzt auch da. Die schaut, das Giftgrün schaut ja schon giftig aus. Ja, es ist ja so. Der Chef hat gesagt, das muss man gerade kleben, dass die Blubberblasen nach oben gehen. Aber jetzt müssen wir wieder vorkleben, sonst hat sie so, kann sie es ja gar nicht halten, die Arme. So, und unseren Zauberstab noch. Den kleben wir jetzt da unten auch ein bisschen fest. Da ungefähr. Das ist immer ein bisschen blöd, finde ich. Da muss man nämlich aufpassen, mit den Löcher auch. Die muss die ja so in der Hand haben. So, Zauberstab. Schon süß, gell? Ja. Und dann hat die noch da rein. Dann gehen wir noch ein bisschen den Vorkleber machen. Und dann wird die Kanone eingestellt. Wenn jetzt das alles schon festgeknibbert ist. Ihr könnt schon mal Tschüss sagen, anfangen. Ich schaue mal, dass das erstmal fest ist da noch. Ich halte es mal noch einen Moment, bevor ich die aufstelle. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz unsere ganze Hexenkolonie. Voll süß, oder? So, was seht ihr das ja auch? Wenn wir die jetzt hin, müssen wir was rausholen. Müssen wir nächste Woche schon wieder umbauen. So, dann schauen wir mal. Weil wenn jetzt unser Maisfeld noch kommt. So, Mädels. So, jetzt steht sie. Jetzt steht sie. Hinten müsst ihr natürlich auch anmalen. Ich habe die, glaube ich, hinten. Aber die hat jetzt die Lichterketten drin. Wenn die Lichterketten drin sind, finde ich immer Blödsinn. Aber ein bisschen male ich sie schon immer so einfach an. Ich muss jetzt eh noch fertig malen. Ganzen Ränder. Ja, süß schaut sie aus. Ja. Ich bin begeistert. Schaut, ihr kommt. Wir sagen mal Tschüss. So, ihr Süßen. Schaut, bis nächste Woche. Ciao. Ich war auf nächste Woche. Ich habe voll das süße Weißfeld. Ich bin schon ganz verliebt. Ich habe schon ganz viele gemalt. Also, tschüss. Ciao.